Hallo, mein Name ist Martin Dreyer. Ich komme aus Hamburg und wohne jetzt in Berlin. Bin Schriftsteller und Prediger und Lehrer. Ich glaube, ich war immer jemand, der ganz große Sehnsucht danach hatte, andere Menschen zu treffen, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Habe mich aber immer unheimlich einsam gefühlt. Schon in der Grundschule habe ich mich einsam gefühlt. Wenn ich eine Freundin hatte, die war dann nach einem Jahr wieder weg und dann war ich immer wieder einsam. Oder wenn ich einen Erfolg im Sport hatte, dann hat es 2 der Tage angehalten, die Freude darüber, dann war wieder diese Leere da, diese Einsamkeit. Und das hat auch ziemlich lange angehalten. Und diese Suche nach einem Gegenüber, nach etwas, was mich ausfüllt, was dieses Einsame irgendwie wegnimmt, hat mich in unglaubliche Exzesse getrieben und Partyleben und Drogengebrauch. Also ich war eigentlich immer so auf der Suche nach etwas, was diese Einsamkeit, diese Sehnsucht in mir irgendwie ausfüllt. Ich bin dann mit 19 in Kontakt gekommen mit diesem Gott, ja, diesem Jesus. Hab mit ihm geredet, hab den irgendwie eingeladen, diese Einsamkeit zu füllen, mein Freund zu sein, aber auch mein Gott zu sein. Und ich würde behaupten, dass vieles in meinem Leben seitdem im Wanken war. Vieles ist kaputt gegangen und neu gewachsen. Es gab Momente, wo ich mich auch wieder alleine gefühlt habe, aber er war immer da. Er hat mich nie aufgegeben. Er war wie so eine Wolke über meinem Leben, zu der ich immer wieder kommen konnte. Und die mir in entscheidenden Situationen immer wieder geholfen hat. Ich kann ihm meinen ganzen Scheiß erzählen, alle meine verrückten Gedanken, die ich sonst niemandem erzählen würde. Und ich habe das Gefühl, er hört mir zu und er nimmt mich an und er ist irgendwie da. Wir feiern jetzt ja Weihnachten und das checken viele Leute nicht, was das Besondere an Weihnachten eigentlich ist. Es steht ja in der Bibel, dass da so ein Engel kommt und die Geburt von diesem Jesus ankündigt und er sagt, er wird Immanuel heißen. Und das heißt übersetzt, Gott kommt zu uns oder sogar noch krasser, Gott wird einer von uns. Und er wird dann Jesus genannt, er heißt nicht Immanuel, aber das war eigentlich so seine Botschaft, sein Grundding, dass dieser Gott einer von uns wird, ein ganz normaler Mensch wird, sich auf unsere Ebene begibt, um uns auch in unserer Einsamkeit, in unserer Hilflosigkeit zu begegnen. Also für mich ist das eine ganz wichtige Botschaft, dass diesen Jesus, den wir in Gottesdiensten anbeten und zu dem wir singen, heilig, heilig, heilig bist du Gott, Schöpfer des Universums und als Richter dieser Welt verehren, dass dieser große, gigantische Gott sich so klein gemacht hat, wie es kleiner nicht geht, ja, und so nahe gekommen ist, dass er ein ganz normaler Mensch wurde.